So, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Aber es war ganz schön asozial. Diese permanent wegjumpenden Rebellen, die gehen mir echt ultra auf den Geist. Vor allen Dingen, weil die halt so... Ja, komm, flieg hier hin. Ist scheißegal. Irgendwie schaffen wir es schon noch. So, und ich wollte jetzt hier gerne die Long-Range-Scanner haben. Und dann reparierst du mir noch so viel wie geht. Die Long-Range-Scanner brauche ich für den nächsten Sektor und jumps jetzt hier hin. So, vielleicht mal hier jetzt eine Schiffsbegegnung, wo wir was bereisen können. Ich hätte ihn nicht direkt gepackt. Shit. Auch das wieder so eine Sache, ne? Aber gut, okay, also wir haben Crystal-Crystal-Gedöns. Der erste da und der zweite da. Raus damit, mehr Evade. Ja, in zwei Volleys habe ich ihn leider nur gekriegt. 21 Scrap, ein Fuel, zwei Raketen. Schön. Und hier runter fliegen wir auch noch. Wir helfen natürlich dem Zivilschiff. Ah, der tarnt sich direkt, der Assi. Ja. Hier müssen wir natürlich volles Rohr draufgeben. Okay, das hat ja gut geklappt. Gut. Kontaktieren wir das Zivilschiff und wir kriegen Burst Laser Mark 2. Geil. Und 14 Scrap. Okay, Leute, jetzt könnte langsam mal was gehen. Wenn wir nämlich jetzt mal hier gerade den Burst Laser Mark 2 mit... Fuck, der ist aber cool, ne? Shots per Charge 5. Der schießt halt 5 Mal. Der macht halt nicht ganz so viel Schaden wie die Dinger. Ach Gott, der braucht noch einen Waffenpunkt mehr. Okay. Ist gekauft. Ist gekauft. Her mit dir. Mit dem Weapon Pre-Igniter ist das Ding hier direkt ready. Ist halt schon geil. So. Ja, wir schießen ihm zuerst halt direkt mal in sein... wir müssen ihm eigentlich jetzt erstmal hier die Schilde ausballern. Das Problem ist, er hat insgesamt 6 Schuss und den Beam. Deswegen müssen wir auf die Waffensysteme schießen. Hoffen, dass wir hier treffen. Okay, gut. Wow, wir haben den Mini-Beam erwischt. Fuck you. Fuck you. Mach mal den Sauerstoff aus. Venting. Oh ja, der hat das natürlich überlebt, ne? Okay, so, du gehst hier hin. Machen wir mal den Sauerstoff wieder an. Gut, wir haben ihm immerhin noch ein Teil ausgeschaltet. Von den Lasern. Mehr Evade. Ja, mal wieder 3 Volltreffer dabei. Wer hätte es gedacht? Hier schließen. Ja, ne? Also so muss es sein. Natürlich, der trifft halt 3 Mal und ich schieß 2 Mal daneben. Ne, egal. Das Gute ist, die sind jetzt out of sync. Die schießen nicht mehr gleichzeitig. Dann können wir es jetzt am ehesten noch überleben. Okay. Oh, er hat meinen Sauerstoff beschädigt. So, komm, ich jump in den nächsten Sektor. Das bringt ja nichts. Sollte ein Heimatwelt- oder Zivilsektor? Ich sage Zivilsektor. Wir müssen einen Zivilsektor aufsuchen, denke ich, ist besser. Beim Soldensektor ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir ein Schild direkt mit einem Waffenvolley ausschalten.
Deswegen. Also weil die ja alle diese Soldenschilde haben, ne, ist klar. Und machen wir die Medbay aus und den Burstlaser an. Da ist ein Store. Da ist unser Questmarker. Okay, also zuerst hier hin und dann zum Store? Fragezeichen, oder zuerst zum Store? Naja, fliegen wir zuerst zum Store. Wir müssen ein bisschen reparieren, ein bisschen Fuel kaufen. Laser Mark 2, das ist natürlich auch ein fettes Teil. So, verkauf das Ding. Reparieren. So, okay. Der schießt dreimal. Mit dem Ding kann man 6 Damage machen an einen Raum. Das ist halt schon cool. Das Problem ist, mittlerweile hat ja jedes Schiff Schilde, gegen das wir kommen. Also von daher, das ist egal. Wir können eigentlich hier hin. So, wir brauchen jetzt mehr Power wieder. Strange vessel approaches. A digital message appears on your view screen. This is an automated merchant. Refill this vessel with fuel. And we'll supply you with drones. Nee, das machen wir nicht, denn den Fuel haben wir ja gerade gekauft. Das brauchen wir. Was ist das Ding da? Experiencing an Iron Storm. Super. Okay, gut, wir kriegen 21 Scrap. Perfekt, das können wir direkt gut gebrauchen. Das Doofe ist, jetzt ist mir hier der Weg abgeschnitten. Ich kann nämlich nicht gut jetzt hier hoch, also versuchen wir es hier über diesen Distress Beacon. Oder hier über den Store und dann über den Distress Beacon. Wäre eigentlich auch machbar, denke ich. Klar, natürlich greifen wir hier an. Das Ding ist doch total overpowered. Was geht denn ab? Ich muss die Rakete schlucken, habe ich die Befürchtung. Ja, muss ich. Ich muss die Rakete hier schlucken. Wow. Ja, klar. Ey, der trifft halt auch wieder alles, ist ja so klar. Er tarnt dich. Arsch. Mann. Ich habe mal wieder ein Pech, das ist echt unwahrscheinlich. Gut. Der alte Lamer hier. Triple Miss mal wieder. Klasse. Da kann ich mich ja mal ein bisschen gemütlich zurücklehnen, ne? Was hat denn der? Einen normalen Cloak? Ne, ist kein normaler Cloak. Ist mindestens ein Zweier-Cloak. Ist ein Dreier-Cloak eher, würde ich sagen. Gut. Okay. Da war einiges dabei. 19 Scrap. Und was war mit der Station jetzt? Habe ich da jetzt eine. Ah, okay, ich sehe jetzt hier alles in dem Ding. Oh, da gibt es aber viele Stores. Burstlaser Mark 1. Super. Nee, aber ich wollte. Ich kaufe nochmal Fuel und ich repariere nochmal ein bisschen.
Okay, ja, wir brauchen hier die. Oh, und wir kriegen Questmarker für den nächsten Sektor. Gut. Wäre mir lieber gewesen, wenn wir jetzt hier ein bisschen Scrap bekommen hätten. Natürlich. Natürlich greifen wir das Ding an. Der ist ja relativ schwach bewacht. Im Vergleich zu dem Teil vorher. Das mit dem Burst Laser ist schon ganz cool, man muss halt treffen, ne? Oh nein, ey, fuck you. Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ja, ich mach's gleich. Ich habe hier noch ein Stück Kuchen liegen, das esse ich jetzt vor lauter Frust. Einer Cloak, der hat aber gereicht, ne? Das Gute ist wenigstens bei dem fetten Burst Laser. Also damit haben wir jetzt eine gute Bewaffnung. Oh, vierfach Miss. Oh, viermal daneben. Vier Fahrkarten geschossen. Ich wollte sagen, mit dem fetten Burst Laser haben wir wenigstens noch eine halbwegs ordentliche Bewaffnung. Also wir müssen das Ding natürlich irgendwann gegen einen Burst Laser Mark II tauschen, weil der einfach energieeffizienter ist. Der ist halt ganz gut, aber mit 4 Power braucht er einfach zu viel. Der schießt nur zweimal, wenn ich richtig sehe. Gib mir mal gerade Schilde. Oder lass es sein. Ja, der trifft natürlich auch nochmal. Ey, meine Fresse, meine Fresse. Das Spiel fickt mich heute. Entschuldigung. Das Spiel fickt mich heute echt. Es ist leider so. Ich muss es halt auch so sagen. Was ist denn das für ein total unterproportioniertes Billigschiffchen? So, Watermelon muss mal wieder hier rüber. Okay, das war ja schon mal gut. Der nächste Schuss geht dann mal auf die Schilde. Schwein gehabt. Machen wir ganz kurz hier den Sauerstoff aus. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen mehr Evade raus. Ja, doch, dann müsste eigentlich ganz gut gehen, ja. Gut. Der Evade, der hat es schon gebracht. Oh, es brennt bei mir an Bord. Jetzt sehe ich das. Das brennt dann wahrscheinlich hier irgendwo. Es brennt wahrscheinlich hier. Da hat mich die letzte Rakete hingetroffen. Ah, ich sehe. Okay. Dann wenden wir das Ding jetzt hier gerade mal. Das ist jetzt natürlich nicht so prekär. Das ist schon eher wieder prekär, dass er mich da jetzt gerade getroffen hat. Das musste natürlich sein. Ja, ich schieß hier drauf. So, und der nächste geht dann hier hin. Ich meine, ich höre noch Feuer irgendwo, aber bin mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, 39 Scrap haben wir gekriegt. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Distress, das, das, das und dann wieder raus. Erstmal zum Distress Beacon. Ja, ich bring ihn nach Hause zu seiner Familie. Da kriegen wir nämlich Scrap für. Cool. Gut, gut, gut. Ah, wir haben auch wieder Sensoren. Schön.
So, jetzt wird's nochmal interessant. Jetzt können wir uns überlegen, was wir mit dem. Jetzt können wir uns überlegen, was wir mit dem Scrap machen, den wir gerade haben. Also, wir haben ja den Weapon Pre-Igniter, was ein sehr wichtiges System für uns ist. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel noch den Heavy Crystal mit aktivieren. Der macht halt 2 Damage, was schon gut wäre. Dann hätten wir nur eine zweite Waffe. Ich wäre dafür, dass wir das ganz dringend machen. Wir brauchen außerdem noch Power für das Teil. Wir brauchen außerdem eigentlich noch bessere Schilde, aber die kriegen wir noch nicht. Da müssen wir ein bisschen sparen. Machen wir gerade den Heavy Crystal an. So, jetzt machst du das nochmal aus. Gibst mir hier noch einen Punkt drauf. Wir nehmen noch einen Punkt Energie. Der wandert hier in den Antrieb rein, damit wir die Systeme alle gleichzeitig hochgepowert haben können. Wir essen nochmal meinen Schildfritze. Das ist Troll MLP. Der hat echt null. Der kriegt null Skills. Das ist sau übel. Warum geht... Achso, nee, warte mal. Halt. Ja, Jeos ist es. Ah ja, okay. Nee, du bist gut geworden. Ja, okay. Gut. Stimmt, ja, der hält mir ja das Schiff hier eindringlingsfrei, gedöns, ja. Wir schauen jetzt mal, ob das was hier bringt, so wie ich mir das vorstelle. Da müssen wir natürlich erstmal das Autofire ausmachen. So, und die Idee bei der ganzen Sache ist natürlich, hier auf die Waffen zu schießen. Mit dem Ding auf die Waffe, auf die Schilde, genau. So, und jetzt haben wir das schon mal ein bisschen runtergeprügelt. Frage ist jetzt gerade, wo ist er hin? Ach, da. So, dann können wir den 3 direkt nochmal in die Schilde reinfetzen. So, damit wären die jetzt komplett aus. Und du gehst jetzt hier auf den auf das Cockpit. Und das ist nice. Das ist nice. Okay. Also es lohnt sich hier definitiv schon, in diese Waffensysteme zu investieren. Als nächstes ist die Frage... Ja, ich glaube, ich muss mit dem Part hier Schluss machen, Leute. Muss mit dem Part jetzt hier Schluss machen an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei euch fürs Zugucken. Es tut mir leid, dass ich so viel rumgeraged habe und so, aber es hat mich einfach Nerven gekostet. Wenn mich etwas Nerven kostet, dann werde ich immer sauer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.